Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Wir sind hier oben im ersten Stock fast fertig. Die Innenräume sind abgeschlossen. Wir haben ein Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer, ein Badezimmer und hier einen kleinen gemütlichen, ich würde mal sagen, Wohnraum mit Aquarium. Jetzt fehlt noch hier die Terrasse und dann müssen wir uns noch um den Keller kümmern. Und da werden wir auch noch einiges zu tun haben. Das wird noch spannend. Hier machen wir jetzt echt eine süße, kleine, gemütliche Terrasse, wie es aussieht. Mit ein paar Korbstühlen. Komm, machen wir mal braun. Die Kissen können ruhig weiß sein. Das ist okay. Ihr seid aber riesig. Man ja fast gar nicht raus. Naja, gut. Dann haben wir hier noch so ein Tischchen. Mir darf ruhig so ein bisschen rauer sein, das Tischchen. Passt das dahin? Ja, das ist aber sehr eng hier. Hoi. Okay, vielleicht ist das doch ein bisschen anders gedacht. Vielleicht mal eher so. Ich glaube, das ist besser. Dann haben wir noch zwei Wandlampen. Kommen natürlich hier links und rechts von der Tür hin. Und ein Lichtschalter. Guck mal, dann sind wir hier oben doch schon fertig. Das hätten wir auch in der letzten Folge noch eben reinklatschen können. Aber gut. So. Hör zu. Perfekt. Dann können wir jetzt nach unten düsen. In den Keller. Vor dem graut es mir ja ein bisschen. Weil wir hier echt eine Menge Wände ziehen sollen. Aufgeräumt ist er. Wir müssen also an sich erstmal nur Wände definieren. Hier wahrscheinlich irgendwie eine Tür rein. Genauso wie da. Baue die Wände. 70 Stück. Eieiei. Na gut. Wir fangen mal... Okay, ich glaube, hier sind am Boden schon die Markierungen, ne? Das ist praktisch. Na. Oh, jetzt muss man aufpassen, dass man hier die ganze Zeit nicht verzieht. So geht es, glaube ich, am einfachsten. Und wir müssen gucken, dass wir... Ach, guck mal, das ist auch markiert. Hier soll dann die Tür hin. Perfekt. Ja, da müssen wir ja gar nicht groß denken. Das ist ja sehr nett, Spiel. Und hier. Dann haben wir hier noch die Wände. Wir haben voll die Lücken gelassen, sehe ich gerade. Das geht ja gar nicht. Hallo, könntest du die Wand bitte da rein? Da rein. Danke. Wunderbar. Dann hier die Wand durchziehen. Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Was hier alles reinkommt. Bestimmt auch irgendwie eine Sauna. Fitnessraum. Vorratskammer, was weiß ich. Die Leute immer alles so hier in ihren Kellern machen. Folterkammer. Man weiß ja nie, ne? Okay, nee, die eine noch. Ach, hier auch noch. Oh, wir haben neuen Fertigkeitenpunkt. Ja, da gucken wir doch mal direkt. Und zwar beim Bauen. Die Reichweite beim Bauen ist um 1 erhöht. Oder 5 Wände gleichzeitig bauen. Ich habe das schon mit den 3 Wänden gleichzeitig nicht verstanden.
Ich gehe erstmal hier mit, weil dann haben wir hier halbierte Baukosten. Das finde ich immer gut. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel so. Nee, da guck mal, da. Nee. Nee, wie soll man denn drei auf einmal? Was? Scrolle, um den Modus zu ändern? Okay. Okay. Warum sagt mir das keiner vorher? Ich habe nichts gesagt. Weiß, wie man es macht. Ich wusste es schon immer. So, jetzt haben wir noch die kleinen Wände. Geht das da bei euch auch? Ja. Das macht ja so vieles so einfacher. Gut, der nächste Skillpunkt beim Bauen kommt in 5 Wände. Oder Kostensenkung. Wobei Finanzen technisch haben wir, glaube ich, nicht so die Probleme. Wir fangen mal hier in dem Raum an. Wir brauchen Keramikwandfliesen in Grau Quadrat und in weiße Vierecke. Ansonsten kommt hier rein. Ich habe keine Ahnung. Aufgaben bitte. Bodenfliesen, Dusche, Badewanne. Okay, das wird auch noch mal ein Badezimmer. Ein Badezimmer. Die sind ja hässlich. Okay, wir haben eine Dusche, eine Badewanne, ein Klo, ein Waschbecken und ein Handtuchheizungsding. Was haben wir erstmal die Badewanne? Die ist nämlich immer am größten. Kriegen wir hier Badewanne und Dusche nebeneinander? Ich glaube nicht, ne? Wird da die Badewanne hinbauen? Oh, das wird jetzt hier auch wieder lustig. Dusche. Was wollen. Ach, das sehen wir jetzt gar nicht, was die für eine Dusche wollen, ne? Machen wir es mal lieber an die Wand. Achso, wir haben das noch nicht aufgedreht. Ich wollte gerade sagen, warum geht das denn hier nicht? Muss da doch eigentlich hinpassen. Dass man die an Installationsdinger auch erstmal alle aufdrehen muss. Okay, jetzt nochmal. Badewanne. Können wir schon mal direkt montieren. Und das noch da dran und das noch da dran. Es wird gerade ein bisschen dunkel. Wir sollten vielleicht gleich als erstes mal die Lichter installieren, die hier rein sollen. Bloß Lichtschalter. Dass man was sieht, was man hier auch macht. So. Boah, ist das ein hässliches Licht. Ah! Die Dusche. Ich glaube, das passt hier ganz gut so hin. Ach, schon fertig. Ja, perfekt. Doch, ich glaube, das kann man so machen. Jetzt haben wir noch das Klo, die Spüle.
So würde ich vielleicht da hinstellen. Spüle hier hin. Haben wir denn auch hier? Das ist doch eine hübsche Spüle. Hebelchen wieder anschließen. So. Und fertig. Dann haben wir noch. Eigentlich nicht mehr so viel, ne? Boah, du passt da farblich jetzt gar nicht zu. Was haben wir denn da unten für ein Holz? Das könnte passen. Ein Spiegel. So, Klorolle, da müssen wir erstmal gucken nach dem Klo. Und ein Wäschekorb. Guck mal, der passt doch perfekt hier so in die Ecke. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch das Klo. Würde ich dann nämlich hier hinstellen. Taste, bitte. So. Oder müssen wir gleich noch die ganzen Wandfliesen machen, ne? ach so, stimmt. Wir hatten ja noch eine Heizung. Ah, die kann auch hier ganz gut hinpassen. Schön neben die Dusche, dann kann man nämlich aus der Dusche raus und sich sofort das warme, kuschelige Handtuch schnappen, was hier auf der Heizung hing. Ist doch optimal. So, jetzt noch den Handtuchhalter und dann haben wir es gleich. Der kann dahin. Gut. Jetzt müssen wir nur noch die Wandfliesen verlegen. Ich würde diese Heslon-Fliesen in die Dusche packen und den restlichen Raum würde ich dann mit den schönen machen. Och, jetzt geht das wieder nicht. So. Eslon fliegen. Fliegen. Fliesen. Und den Rest des Raums machen wir halt damit. Hoffe, die reichen. Wahrscheinlich nicht. Ich fürchte ganz stark nicht. Da müssen wir nochmal einen Nachschub holen. Ich unterschätze das immer, wie viel da drauf ist. Ach, das reicht schon? Ach, nee. Der will noch mehr graue Quadrate. What? Habe ich hier keine freie Handhabe, wie ich das gestalten will? Der will echt noch mehr davon. Gut. Ist nicht mein Keller. Machen wir hier hinten die ganze Ecke in den Heslon-Dingern? Mein Plan wäre viel schöner gewesen. Wenn der Herr das aber so möchte, dann bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, ich hätte mich ja noch darauf einlassen können, dass hier um die Badewanne auch diese kleinen Fliesen sind. Aber den ganzen Raum. Ich befürchte, das funktioniert nicht so, wie ich mir das hier gedacht habe, weil uns jetzt noch zwei Fliesen fehlen, die wir mit denen hier machen sollen. Ist das dein Ernst, Spiel? Dann mache ich hier neben noch.
Ja, ist nicht schön, aber nicht meine Entscheidung, möchte ich da mal zu sagen. Nicht wirklich meine Entscheidung. Okay, dann haben wir hier das Badezimmer. Es hätte schön werden können. Die Chance wurde uns aber verwehrt. Danke. So, was haben wir jetzt hier? Oh, das ist ein riesiges Zimmer. Auf jeden Fall eine Tür, noch ein Fenster. Streichen. Bodenfliesen legen. Okay, das kriegen wir heute noch hin. Müssen dann die alten Fenster raus? Ach ja, verkaufen. Guck mal. Gar nicht drauf geachtet. Und dann hier so ein schönes, großes Fenster rein. Oh. Nee, das ist eine Tür, ne? Ah. Oh, hier unten raus auf die Terrasse. Okay, das Haus bekommt Potenzial. Das Haus bekommt Kaufpotenzial für die eigene Bude, wenn ich das mal so anmerken darf. Das ist ja cool. Okay, was haben wir jetzt noch? Innentür? Nee, irgendwas war hier doch noch mit. Also, wir machen erstmal die Bodenfliesen. Ach, das eine kleine Fenster, da soll auch noch eliminiert werden. So, da machen wir natürlich auch schön. Hier machen wir natürlich auch schön. Okay, und das da oben soll auch verkauft werden. Tschüss. Dann sollen wir streichen mit Silbereis. Komm, ich glaube, da reicht ein Pot M. Und was dann das Einrichten angeht, das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mit den anderen Kellerräumen zusammen. Oh, guck mal, da wäre noch voll Farbe drauf gewesen. Und da sieht man das natürlich sehr gut, den Unterschied zwischen dem Grau und dem Weiß. Letztes Stück. Fertig mit Streichen. Perfekt. Farbe, vielleicht können wir dich nochmal gebrauchen. Eine Innentür, Deckenlampe, Lichtschalter. Komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir doch hier noch. Fangen mal mit den Deckenlampen an. Dann haben wir nämlich wieder Licht und sehen, was wir hier überhaupt tun. Wir sind überhaupt nicht mittig mit den Lampen. Funktioniert ja auch schon wieder sehr gut. Ja, das ist okay. Lichtschalter. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein schönes Doppelbett. Das finde ich eigentlich schon ganz okay, so wie es ist, ne? Nachtschränkchen. Die gleichen wie oben. Achten Sie sich auch, machen wir einen Abwasch. Zwei Türen. Dann bringen wir die doch auch mal eben an. Och, bleibt doch bestehen. So. Beide Türen haben wir schon mal drin. Wieder diese schicken Wandlampen. Zwei Stück. Oder kommen noch Nachttischlämpchen? Ich hoffe nicht, weil ich finde es halt cool, wenn die dann jetzt hier so als Bettlampen über dem oder um das Bett rum wären. Steckdosen. Naja, gut. Also man braucht auf jeden Fall am Bett Steckdosen, um seine Handys nachts zu laden. Ganz wichtig.
Dann haben wir zwei Flauscheteppiche, natürlich links und rechts vom Bett. Wenn man aufsteht, möchte man keine kalten Füße haben. Oh, sag nicht, du passt hier nicht hin, Flauschiteppich. Dann kommst du halt so dahin. So, kenne ich ja nichts. Ein kleines Schränkchen. Ich aber auch in einem dunkleren Braun machen, so wie das Bett. Ein Fernseher, natürlich. Ich finde, also für mich gehört ein Fernseher nicht ins Schlafzimmer. Hat jeder so seine andere Meinung zu, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich gucke ja dann abends im Bett auch noch am Handy YouTube-Videos oder so. Aber warum haben wir jetzt hier kein passendes Braun? Aber an sich sollte sowas nicht im Schlafzimmer sein. Jetzt dahin. Was haben wir noch? Heizung. Eine Vertikale. Oh, schade, du passt da nicht zwischen. Aber da passt du hin. So. Ich finde, Heizungen nehmen immer so viel Platz und Raum ein, ne? Haben wir denn noch eine Klimaanlage? Natürlich. Würde ich halt hier über die Tür packen. Ich weiß nicht, ob man das macht, ob das sinnig ist, aber da ist halt Platz dafür. Käbelchen dran. So, erstmal alle Kabel, danke. So, einmal festgezurrt. Gleich haben wir's. Ich glaube, dann fehlte nicht mehr viel in diesem Raum, ne? Noch einen schönen Spiegel. Puh, ja. I don't know. Wohin mit dem Spiegel? Der Raum ist schon so vollgestellt. Kriegen wir das ein bisschen anders hin? Nee, ne? Man dich ein Stück rüber schiebt. Dich dreht. Komm, sag mir, dass du dazwischen passt. Nein, passt du nicht. Okay. Gebe ich dich so weiter hinten in die Ecke, wie es geht. Das gefiel mir besser vorher. Mal wieder rüber. Ja, was machen wir mit dir, Freundchen? Hier so an die Ecke, damit könnte ich mich noch anfreunden. Das wäre okay. Dann haben wir noch eine Wanduhr. Die finde ich übrigens mega schön, ne? Würde ich jetzt nicht im Schlafzimmer haben wollen, aber finde ich schön. Und ein Bild übers Bett. Oh ja, das gefällt mir. Das finde ich doch sehr schön. Cool. Also bis auf den Teppich, den ich nicht richtig hinlegen kann, finde ich das Schlafzimmer eigentlich ganz gemütlich. Dann können wir in der nächsten Folge mal gucken, dass wir hier die letzten Räume noch gestalten. Okay, hier haben wir wahrscheinlich nochmal ein Bad. Duschinstallation, jo. Hier vielleicht nochmal ein Schlafzimmer. Kann gut sein. Wir sehen es gerade nicht. Und hier dann gehe ich mal von aus noch ein Flurelement. Ist dieser Raum ein Raum? Nee, nicht wirklich. Und dann wären wir. Naja, Garten müssen wir auch noch machen, ne? Aber dann wären wir hiermit soweit fertig. Sehr schön. Dann bedanke ich mich aber an dieser Stelle wie immer erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!